Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Colin McRae Dirt 2. Ja, die letzte Aufnahme ist schon verdammt lange her. Ich versuche mein Bestes zu geben, wieder in das Spiel reinzufinden. Ich weiß nicht, ob es euch jetzt schon hier auffällt, aber es läuft ein bisschen flüssiger. Und sieht auch ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Ich nehme diese Aufnahme nach Weihnachten im Jahr 2013 auf. Und ich habe eine Grafikkarte geschenkt bekommen, die ich mir auch relativ gewünscht habe. Und ja, die ist ein bisschen besser. Ein bisschen nur. Ne? Aber nicht lang schnacken, machen wir weiter. Utah meide ich mal ganz dezent, oder? War das Utah? Ja, ich glaube schon. Nee, Trailblazer. Weiß ich nicht. Egal, eins von den beiden wollte ich meiden. Dann machen wir mal weiter bei Bombs. Machen wir bei Kroatien weiter. Ich weiß natürlich nicht, wann dieses Spiel zu Ende ist. Wann es zu Ende geht und so. Auf jeden Fall, ja, müssen unser Bestes geben. Den aufwerten. Nee, würde nichts bringen, oder? Und Fahrverhalten. Sind die mir wert? Das ist die Frage. Ja, der sieht auch geiler aus, der Hammer, ne? Can't touch this. Scheiße. Lackierungen. Wir bleiben bei Robbie Gordon. Hupen habe ich bei meiner Freundin. Brauche ich nicht auch noch hier. Kenny B. Johnny B. Good. Anscheinend zu über die DC-Schlappen haben wir noch. Die Ukulele! So. Ja. Legen wir direkt los, Leute. Es sieht ein bisschen besser aus, ihr müsst es zugeben. Und außerdem sind die Ladezeiten extrem kurz. Warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es an der Grafikkarte liegt. Hängt? Okay, wahrscheinlich asynchron jetzt. Bis gleich, Leute. So schnell kann's gehen. Ja, das sagen sie alle, aber am Ende kann man nichts dagegen machen. BF Goodrich, das kenne ich auch noch irgendwo. Ach, die Schrecke kenne ich. Da haben wir auch schon unser erstes Ständchen für den Hammer gemacht. So. Und wie gefällt euch das Spiel? Besser, oder? Es ist zwar immer noch nicht High-End und irgendwie hängt es gerade so ein bisschen, es leckt. Und schon noch Platz. Aber naja. Shit. Was ist los? Warum leckt das denn jetzt auf einmal so extrem? Hey, das war eigentlich vorher beim Test nicht so. Komische Sache. Das muss ich dann leicht berichtigen. Das jetzige Rennen gilt durchhalten, Leute. Ich weiß nicht wieso. Also beim Testen mit der Grafik hat alles wunderbar geklappt. Warum es jetzt leckt? Also, natürlich habe ich auch aufgenommen, weil sonst könnte ich alles auf High-End machen und dann ausprobieren. Das wäre ja Schwachsinn. Vielleicht ein Radschaden, das kann doch nicht sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wie ihr bestimmt wisst, wenn man ein Spiel spielt und die Aufnahme läuft, also Fraps zum Beispiel, dann ist die Leistung zur Hälfte schon verbraucht. Das heißt also, da brauche ich eine Sofortwiederholung. Weil es ja so schön ist in diesem Spiel. So, die Lecks sind drin, geil. So, jetzt sind wir halt zurück. So, so ist das schön. Also wie gesagt, die Grafik hat zwar stark genug, das Spiel auf 100% zu spielen, aber wenn die Aufnahme läuft, ist die Leistung erheblich geschwächt. Warum ist jetzt wirklich so leck? Das tut mir wirklich leid. Ich habe dauernd getestet, keine Lecks in Sicht und jetzt so extrem. Das habe ich so nicht gesehen. Boah, das ist krass. Oder liegt das jetzt nur an dieser grafischen Wunderpracht von Natur? Auf jeden Fall läuft es flüssiger, außer diesen kurzen Lags immer zwischendurch, läuft es flüssiger als das andere Spiel, weil das hat immer so ein bisschen geruckelt und hier lags einfach nicht. Was ist denn noch diesen Lecken und Ruckeln? Oh, die bösen Ruinen. Hätten mich fast wieder erwischt. Hey, der Radschaden war weg. Behindert? Habe ich ihn in der Fahrt repariert oder was? In der Fahrt, während der Fahrt. Ja, ich weiß, dass es dangerous ist. Dangerous. Nee, der Kaufmann kriegt mich nicht.
lasse ich nicht zu. So, Kroatien ist immer noch schön zu besuchen, ne? Schön anzusehen. Also ich find's grafisch schön. Grafisch finde ich es schön gemacht. Besser als davor, oder Leute? Das auf alle Fälle. Nur diese Lags, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das muss ich jetzt auf jeden Fall korrigieren. Was ein neues Level. Ich möchte jetzt mal gern wissen, wann das Spiel endet. Nicht, dass ich es beenden will, es macht im Moment immer noch Spaß. Trespass-Drawn, jetzt kann ich ihn als Beifahrer nehmen. Cool! Geile Lackierung. Gefällt mir. Also auf jeden Fall, vielen Dank. Ich möchte das Spiel auch schon durchspielen, aber es ist nicht so, dass ich es sofort beendet haben will, ne? Nur, es ist halt so komisch. So. Wir haben noch massig Zeit. Sollen wir Big in Japan machen? Zuvor muss ich aber wirklich mal was tun. Das kann doch echt nicht sein. Erinnerung dick, Leute. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, jetzt wird es ein bisschen flüssiger laufen. Ihr seht, es ist grafisch schlechter geworden. Oh je. Ihr seht schon. Schönen Kantenglättungen. Ne? Was zum Teufel? Achso. Ich habe noch gar nichts ausgewählt. Nee, das ist voll hässlich. Nee. Einen Augenblick, Leute. So, da sind wir wieder. So, jetzt ist es jetzt ein bisschen schöner anzusehen, aber irgendwie immer noch am Laggen. Das ist doch echt eine Scheiße. China. China. Was tust du mir da an? Brauchen wir zwei Autos, neues Auto. Machen wir den Trailblazer in Yuyong. Das wird wahrscheinlich den ganzen Part brauchen. Ich mache auf leicht. Bei 5 Rückblenden ist das immer am besten. Boah, das leckt aber jetzt. Also jetzt ist es echt extrem, Leute. So, was haben wir hier? Schlecht. 1, 2, 3. 1, 1, 3. Hallo, Baby. Ha. Ich wollte gerade sagen. Das ist krass. Der BMW. 113. Nee, wo ist er? Da ist es. Natürlich der Subaru immer noch am besten. Wie es halt so immer ist. Wow, das ist jetzt gerade echt krass am Laggen. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwelche neuen Lackierungen. Oh, das sieht schon edel aus. Aber ich möchte schon. Nehmen wir Deck Mirror mal vielleicht. Also obwohl der Typen verliert. Mann, Alter, jetzt leckt's aber extrem, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Einen Augenblick, Leute. So, da sind wir auch wieder. Ich weiß nicht. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich habe die Auflösung zurückgedreht. Aber so wie ich das sehe, wird es nicht viel flüssiger laufen. Vor allem das kann ich nicht verstehen. Nee. Bis gleich, Leute. Und los geht's. Beten wir, dass es klappen wird. Aber ich bin nicht zuversichtlich. Ich muss da echt was machen. Für den Part ist das echt verkackt, ey. Ich möchte natürlich nicht wieder diese gleiche Grafik wie vorher machen, weil die Grafikkarte ist klar leistungsstärker als meine alte. Was soll's, ey. Oh, die Brücke, die ist böse. Die Brücke ist böse. Was ist los, ey? Wir holen ihn ja direkt ein. Ah ja, ist ja leicht. Verdammt nochmal. Habe ich jetzt nur wegen der Rückblenden gemacht. Oh. Trotzdem ist es schwer, die zu überholen. Haarnadeln sind so schön. Es ist so schön. So. Obwohl es leicht ist, mache ich mich wieder nicht so. Ich bewerbe mich auf jeden Fall nicht für ein Formel 1 Cockpit hier gerade. Was übertrieben geil wäre, aber da muss man schon körperliche Voraussetzungen haben, die sind schon legendär, ey. Schön abgebremst. Wir sind ja hier nicht in Malaysia, wo ein Bagger mitten im Weg steht, ne? Wer mein Special gesehen hat, die Top 15 der besten Let's Play Bilama Momente, der weiß, wovon ich rede. Da steht einfach mal ein Bagger im Weg. Ein Bagger in Malaysia. Schon geil, ey.
Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, einfach auf meinen Kanal gehen unter Videos, es ist relativ neu. Obwohl, wenn ich dieses Video hochgeladen habe, dann ist es bestimmt schon im April oder so. Ihr könnt jetzt gar, das ist schon dann nicht mehr neu, das ist dann schon voll alt. Auf jeden Fall, wenn ihr bei mir in der Let's Play Number Suche, also bei der YouTube-Suche, wow, die Reisfelder. Wenn ihr bei YouTube-Suche Let's Play Number eingibt, dann findet ihr dieses Video. Das habe ich so programmiert, dass es kommt als Suche. Und wir machen es hier ganz schön geil gerade. Okay, das bin ich jetzt schuld gewesen, dass ich so rumgehampelt habe. Das erinnert mich voll an F-Zero GX, ey. Zweite Mission. Zweite Mission gegen diesen Samurai Goro. Nur da fallen dann Felsen runter. Rollen runter. Auf mich. Und er weicht aus. Hammer, geiler Drift hier. Wow. Ups, ups. Auf leicht noch so eine Scheiße machen, das ist der Hammer. So. Kann man vom Gas gehen. Und den gleichen Fehler nochmal machen. Boah, geil, oder? Böse Felsen. Also, das war mal Bacher-reif. Also auch böse Sand hier gesetzt, ne? Dass man nicht so gut abbremsen kann. Naja, wir haben es fast geschafft. 8,8 Kilometer sind schon recht viel. Füllt den ganzen Part auf jeden Fall. So. Wir haben einen ordentlichen Vorsprung. Wenn das noch schief geht, dann haben wir hier Gummiband-KI vom Feinsten. Hochspringer, ja, ja, ja. Wo bin ich gerade gesprungen? Hä? Ich fühle mich hier gerade wie Joey aus dem Dschungelcamp, dass ich hier die Sachen nicht checke. Wow. So, schön dreckig wieder der Wagen. Ich putze ihn ja nicht, das macht mein Boxenluder. Irgendwo in Malaysia. Neben dem Bagger. Ja, schön. Vor euch mit dem Galaktikus. Patte ist der Beste. Hört schon vor nach Green Day an, gerade die Musik. So. Das Rennen ist geschafft. Ich sehe auch gutes Omen für das nächste Rennen. Und das liegt doch relativ lagfrei, oder? Nur irgendwie hier! Hier hängt es die ganze Zeit! Hier hängt es die ganze Zeit! Bis gleich, Leute! Ebenfalls als Nachtrag. Das nur als kleiner Nachtrag. Und los geht's, Leute! Zweites Rennen, zweites Glück. Boah, Rockstar ist geil! Geile Lackierung, auch wenn das Rot nicht so passt. Also Rockstar, den habe ich schon nicht getrunken, aber... Rockstar selbst ist so cool. Es ist so cool, lalalala. Na, Faust unser Blickfeld. Ah, da sehe ich zum ersten Mal gerade die Ampel da rechts. Wow, jetzt. Was ist denn jetzt los? Wow. Leute, bis gleich. So, und weiter geht's. Das war gerade mal richtig krass. Was ist los? Hallo. Scheiße, ey. Das war mal gerade richtig krass an Längen. Das kann doch echt nicht sein. So eine gute Grafikkarte habe ich bekommen. Das kann nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. Mit der Grafikkarte, die ich habe, da kann ich Assassin's Creed 3 spielen. Es weiß nicht was. Alles neuesten Sachen. Und ich krieg hier Probleme mit Colin McRae 2. Nur wegen der Aufnahmen. Ich sag's euch, ich kann es auf hohen Teil spielen. Aber dieser, mit dem Aufnahmeprogramm, das zählt ja ordentlich an der Leiste. Das fuckt mich persönlich ab. Ich möchte euch natürlich die beste Qualität bieten, aber ich möchte natürlich auch selber für mich wunderschöne Grafik sehen. Warum zum Teufel bin ich jetzt als Vierter oder Fünfter gestartet? Oh, du Quanz, Alter! Mach Platz! Mach Platz! Hallo! Ich schieb den auch noch an! Scheiße nochmal!
Cool, ich hab den anderen jetzt dahin geholt. So, verpiss dich. Die Schnauze, du Penis. Alter. Blockiert den in den Weg. Gefährlich. Er ist UGX. Bin ich auch noch runtergefallen. Obwohl die Straße breit genug war, aber egal. Oh, das ist aber geil, hier zu fahren. Das Adrenalin pur, das will ich auch mal gerne machen. Nur mit halt so Leitplan. Also bin ich offiziell Erster, das ist schön, das ist schön. Freut mich, das macht, das mag ich so. Bin mit einem irre Tempo unterwegs. 150 Sachen! Pampa! Okay, das war jetzt doof gebremst von mir. Haarnadeln! Eine große Haarnadel. Eine etwas größere, eine kleinere Haarnadel mit dem bösen Häuschen, das gut weg ist. Der böse, böse Häuschen. Und die kleinere Haarnadel. Ja, wir schleichen da rum. Und treffen voll das Haus. Leck mich am Arsch, ey. Ich sollte weniger reden. Ich laber nämlich noch Scheiße, kann das sein? Bams! Ein böses Stielchen mit einem Dach. Also eine böse Dachspitze. Es ist alles böse in diesem Spiel, ja? Das muss man einfach mal so zugeben, dass einfach alles böse ist und ich bin der einzig Gute. Das einzig Gute hier ist, ist meine Sprachkenntnisse und nicht mal diesen herausragend. Scheiße. Patrick, ganz ruhig, du schaffst das. So nicht. Mach die Tür zu, es zieht. Verdammt nochmal, die Tür zu. Shit. Oh, perfektes Ding. Du gehst voll in die Eisen und kriegst trotzdem einen leichten Radschaden, ne? Geil. Traut sich gar nicht Vollgas zu fahren. Ui. Scheiße gefahren. Muss ich so sagen. Muss ich so zugeben. Ah ja, wir fahren ja wieder bergauf. Naja, egal. Jetzt kommt die Brücke, ne? Shit. Da spieße ich mich doch wieder auf, ey, wie so ein Bekloppter. Oh Gott, da kommt sie jetzt, da kommt sie jetzt. Das ist die, eigentlich der einfachste Part, nämlich einfach nur geradeaus fahren, aber ich finde, das kriege ich hin. Und also das Blech will ich nicht mehr formen, ey, du. Leck mir am Arsch. Shit. Ja, ja, wir haben das. Also ich verstehe nicht, am Anfang lief total, genau wie hier, es ruckelt einfach voll extrem. Ich weiß es nicht, Leute. Bis gleich.